So. Hier schicken wir auch noch mal ein paar Leute hin. Und hier auch. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein paar noch recruiten können. Ja. Kommen alle zu uns. Schön. Und jetzt schicken wir da auch wieder Leute rüber. Und dann bauen wir hier jetzt mal unsere Housings ab. Kann ich hier nichts mehr aufbauen? Ach, guck mal, hier kann ich... Change Housing Block, okay. Oder haben wir jetzt einfach zu wenig? Ach, wir haben die maximale Kapazität erreicht. Hier, Lecco Mio. Okay. Wir haben die maximale Kapazität erreicht. Wir müssen wieder mehr liften. Oder können wir was anderes mittlerweile? High Average Cost, High Fuel brauchen wir hierfür. Die brauchen richtig, also die Rotoren sind teuer. Die brauchen halt Kohle ohne Ende, ne? Ist wenig angenehm. Wir bräuchten irgendwas, was Ressourcen schont. Lass uns mal hier zu dem Schrein fliegen. Okay, das müssen wir lösen. Bubble, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. So, kommen wir da jetzt hin? Nee, noch nicht, ne? Okay, wir hängen hinten ein bisschen runter, aber wenn ich da hinten jetzt noch einen Propeller hinbaue, dann ist das natürlich auch ein bisschen übel. So, wir sollen jetzt wieder zurück zu der City fahren. Machen wir auch. Okay. Ja. Ich will halt den Propeller nicht bauen. Haben wir nicht irgendwas fürs Lifting gelernt? Die Wings wären auch gut, ne? Die geben uns 10. No Fuel brauchen die allerdings. Die forschen wir jetzt. Ah, nee, der jetzige Fortschritt wäre dann verloren und wir haben da schon, das ist ja 6 Stunden durch. Dann lassen wir das nochmal laufen und holen halt hier jetzt die Kohle gerade mal ab. Genau, Sprit ist unser HP-Balken. Wenn der aus ist, ist aus. Dann ist null. Dann sind wir am Ende. Deswegen, das darf nicht passieren. Egal, was passiert, aber das darf nicht passieren. Und wenn wir jetzt natürlich ewig rumdüsen und finden keine Kohle mehr, dann könnten wir immer noch schauen, ob wir irgendwie schaffen, unser Holz zu verbrennen zu Kohle. Dann sind wir auch wieder safe. Ich bin auch super langsam geworden. Ja, das stimmt. Also wir bräuchten vielleicht hier nochmal mehr Ruder, um hier mehr Schubrakete zu bekommen. Ja, das wäre schon wichtig. So, jetzt machen wir hier plus 10. Das ist okay. Was anderes können wir gerade auch nicht. Und wenn, dann fliege ich auf jeden Fall so, dass wir an die Oasis rankommen, weil Wasser verbrauchen wir nämlich auch richtig viel. Also ihr seht schon, dieser kleine Ausflug, wenn du so langsam bist, ist dann plötzlich eine Riesenweltreise. Gibt es Solarpaneele statt Kohlestrom? Ich weiß es nicht, vermute aber nein. Das wird nicht zum Setting passen. Aber es ist nur eine Vermutung. Kann natürlich schon alles sein. So, wir versuchen auch das Essen hier nochmal mitzunehmen. Aber ihr seht schon, es gab ja vorhin jetzt auch Forschungen, die wir mitnehmen konnten, die tatsächlich relativ interessant waren. Wie zum Beispiel eben eine Farm oder eben diesen Wasserkondensator, der dann eben, wo du dann hier nochmal ein bisschen was rausholen kannst aus dem Ganzen. Das ist schon dann super interessant. 12 Leute sind idle. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt auf jeden Fall uns ein bisschen ausgleichen und können unseren Quest hier abgeben. Vielleicht kriegen wir dann... Construct a Skyport, okay. Das dauert ja ewig dann, oder?
gut. Zurück zum Wesentlichen, meine Lieben. Wir können natürlich schauen, dass wir... Ja, die bauen jetzt an diesem Hafen für uns. Ja, mal gucken. Wir können natürlich schon gucken, dass wir hier irgendwie diese Dinge hier bauen. Wenn wir das hier vorne hinbauen, würden wir das halt auch kippen. Oh, jetzt fehlt uns Holz wieder. Ich habe keine Leute. So. Jetzt machen wir 34 Holz auf Dauer. Our workers have completed a new skyport and now we have gained... Ah! Wir haben eine Ally bekommen. Mensch, mega. Sebi, danke schön für deinen Raid. Herzlich willkommen. Euch Raiders. So. Genau, jetzt haben wir hier das Kingdom of Rutula. Das ist hier an der Seite, wo wir gerade sind. Und ihr seht, hier gibt es mehrere Kingdoms. Aber die gehören jetzt quasi zu uns. Das sind jetzt unsere Kumpels. Denen geht es jetzt auch viel besser. Kann ich jetzt mit denen irgendwas anderes machen, außer am Markt zugreifen? Ah, nein! Ich will nicht handeln. Ja, okay. Ich will aber noch unbedingt nochmal was bauen. So. Wie viele Leute fliegen jetzt gerade Gleiter? 10 aktuell. Wir brauchen definitiv mehr Luftkapazität. Das ist jetzt noch nicht optimal, aber es kostet uns wenigstens weniger Sprit, weil wir brauchen schon 1,8. Wasser müssten wir trotz alledem nochmal einen mehr geben, damit wir wenigstens auffüllen können. Wo füllen wir denn kein Wasser auf? Jetzt füllen wir auf mit 4. Versuchte Brandstiftung, ja, tatsächlich. Okay, die Kohle ist voll. Ich baue noch einen Lift hier hinten auf, damit wir wieder ungefähr gleich sind. Dann schaut das nämlich auch alles ziemlich symmetrisch hier aus. Das kann ich, damit kann ich leben. Gut, wir haben ja jetzt noch eine andere City gehabt, und zwar Fields of Argomas. Dann fahren wir mal zu denen hin und gucken mal, was die wollen. Die sind von uns aus gesehen, können wir hier den Schlenker rumnehmen. Das heißt, ich würde mal einfach hier hinfahren. Genau, und wir brauchen natürlich, um unsere Stadt zu komplettieren und vor allem ein bisschen den Vorantrieb zu erhöhen, müssten wir jetzt eigentlich noch mehr von den Rudern ranbauen. Das wollte ich hier hinten eigentlich schon tun. Aber dann ging es ja dann nicht mehr. So, und dann lass uns da hinten mal ein paar Ruder reinbauen. Genau. So. Das Relic haben wir schon. Holz schaut auch wieder besser aus. So. Ach, Essen, warte mal, Essen ist voll. Holen wir die Leute wieder her. Gut. Hier haben wir nämlich auch schon die Relics gefunden. Increase Coal Storage. Okay, warte mal. Wir können auch die Wasser-Storage zum Beispiel noch erhöhen, aber das wollten wir gar nicht. Wir wollten die Wings jetzt forschen. Und wir wollten den Propeller bei Gelegenheit dann noch machen. Und wir wollten, was war's? Den Water Condenser machen. Das ist auch wichtig. Aber jetzt machen wir erstmal die billigen Sachen, die nur eine Stunde oder so brauchen. So. Und dann fahren wir jetzt hier rüber und dann holen wir uns hier die Kohle mit Schmackes. Weil dann haben wir auf jeden Fall 60 Kohle, ne? Also richtig schön, schön mehr Kapazität. Das ist gut für uns. Das tut uns gut. So. Schicken wir mal ein paar Leute vor. Wie viele Flieger haben wir denn jetzt? 14 sind aktuell on fly. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Unknown Settlement. Ja, aber ab dafür, Freunde. Wir brauchen mehr Einwohners. Apropos mehr Einwohners, wir haben jetzt auch mehr Kapazität nach oben.
Wir haben 170 Uplift. Okay. Ja, dann können wir auf jeden Fall mal Housing Block bauen, ne? Okay, das haben wir jetzt geforscht. Das ging auch ratzfatz, ne? Und das andere hat ja auch nochmal was. Hier, das, der Propeller hat auch noch eine Stunde gedauert. Das geht auch immer super schnell dann. So, bauen wir hier nochmal ein paar Housing Blocke her. So. Dann können wir hier nochmal weiterbauen. Und dann müsste unser Holz dann demnächst auch mal ans Ende kommen. So, hier mit den Relics schon. Hier mal was zum Beißen. Hier mal das Settlement. Können wir nochmal recruiten. So, wie gesagt, neue Leute heißt natürlich auch Airborne Settlement sind wir jetzt mittlerweile. Sehr schön. Great. Okay. Other buildings give desires. Okay. Jo. Wir haben natürlich jetzt dann auch wieder andere Probleme. Die wollen jetzt natürlich auch mehr haben. Killen is too close. Echt? Habt ihr alle dasselbe Problem oder was? Nee, ne? Ihr habt nur grundsätzlich einfach Probleme mit euch. So, wir fliegen darüber. Wasser füllen wir auf. Ja. Das füllt sich gut auf. Hier ist eine leere Oase. Das ist natürlich wenig hübsch. Genau, dann fliegen wir mal diese Kante hier ab. Mal gucken, was passiert. Speed ist wieder bei der Hälfte angekommen. Das ist auch schön. Den Generator haben wir auch. Wunderhübsch, ey. Gut, Schreine wollte ich noch bei Gelegenheit bauen. Das ist mit Sicherheit wichtig. Aber was wichtig wäre, dieser Vertical Rotor hier. Construction Cost interessiert mich nicht. Aber wir könnten die Kohlenutzung könnten wir reduzieren. Wenn wir es maximal, wir könnten über die Hälfte sparen, wenn wir hier das runterdrehen würden. Aber das dauert natürlich 32 Stunden. Leco mio. Warte mal, aber dieser Wasserkondensierer ist eigentlich auch wichtig. Da müssen wir nicht ständig schauen, dass wir Wasser kriegen. 4 Stunden halte ich für verhältnismäßig. Dann bauen wir auf jeden Fall so ein, das aus, dass wir auf Null kommen, dass wir immer genug Wasser haben. Und ein Nahrungsmittelsilo. Ja, genau. Das war ja auch so eine Sache jetzt. Bauen wir 2 Stück her. Da haben wir jetzt auf jeden Fall hier genug, haben wir nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Und dann lass uns nochmal storage-mäßig dann was schauen, aber brauchen auf jeden Fall Holz. Und zwar richtig viel Holz. Der nächste größere Wald, der in Sicht ist, den graben wir an. So. Lass uns unsere Leute mal ein bisschen beschäftigen. Wasser verbrauchen wir mit 2,6 schon richtig ordentlich. Das ist auf jeden Fall einer der Großverbraucher, die wir haben. So. Jetzt versuchen wir unsere Ressourcen mal ein bisschen aufzubauen. So. Ja, Taze, also ich finde das auch super wichtig, dass wir gerade, wenn wir irgendwo schon ein bisschen so einen kleinen Sparaspekt haben, dann sollten wir den auf jeden Fall auch nutzen. Vor uns rechts ist ein Settlement, das ist das oben auf dem Hügel, müsste das hier sein. Aber wir sollten da definitiv schauen, dass wir da, dass wir unsere Vorräte auf jeden Fall hier überall mitnehmen, wenn wir irgendwo drüber fliegen. Wie gesagt, Holz ist jetzt eine andere Baustelle, das ist die wichtigere sogar. Die werden wir als nächstes dann noch nehmen. Aber 70 Essen wegzusnacken ist schon mal eine gute Sache, wenn wir halt echt Nahrungsmittel auch dringend brauchen. Ah, das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir hin, locker flockig. So, hier... Oh, hier ist noch eine Ruine. Jawohl. So, Kohle lagern wir natürlich auch noch ein bisschen. Na komm. Immer noch too far. Ey, das ist alles kaputt hier. Wasser leer? Was passiert, wenn wir das Klo spülen? Es regnet braun. was interessiert uns das, was unter der Stadt ist? So, wir kriegen jetzt 26 Holz. Pro Stunde, glaube ich, vielleicht. Wir senden hier auf jeden Fall noch einen Worker hin. Vorne ist auf jeden Fall auch eine richtig große unbekannte Ruine. Da senden wir auch jemanden hin. Und da senden wir auch jemanden hin dann. Ja, dann sollten wir hier auf jeden Fall alles schön angraben.
viele Leute kriegen wir denn jetzt eigentlich als Piloten? Ey, wir kriegen unsere Piloten fast ausgenutzt, ne? Also das passt gerade ganz, ganz hervorragend. Jetzt sind alle unsere alle unsere Gleiter sind fast unterwegs, ne? Fehlt nicht mehr viel. Ist immer noch zu far, okay. Da kommen jetzt aber. Ancient Well. Okay, alles klar. Kleines Brunnen. All workers busy. Oh, nö. Okay, also das sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir 20 Holz da rankriegen. Und zwei Arbeiter frei machen. Mal kurz, haben wir hinten noch zwei? Da können wir einen wegnehmen. Bleib mal stehen, Kumpel. Und da machen wir einen weg. Wir produzieren jetzt 17 Kohle. Das sollte gut gehen. Dann haben wir jetzt hier Repair the Water Dings da, dann kriegen wir das mit der Wasserpumpe auch hin. Vielleicht können wir die Brunnen hier auffüllen. Das wäre doch schön. Kam mir so in den Kopf. So. Okay, wir füllen auf. Wie gesagt, Holz wird gerade massiv reingefahren. Water Condenser reached! Yes! Okay, das ist mega gut. News. Oh! Water Filtrator. Oh, warte mal ganz kurz. Hier. Doubles Production of Water Condensers. Hier was? Und eine Windmill. Doubles Production of Farms. Farmen haben wir noch gar keine gebaut, ne? Weil das braucht. Das ist ja mit dem Wasser, hängt das ja auch zusammen hier. Aber das wäre mit den. Die Windmill wäre auf. Aber das hier mache ich auf jeden Fall noch. 16 Stunden, das ist mir wert. Also, pass auf, acht. Dann machen wir jetzt folgendes. Und zwar Water Condenser, Freunde. Was kostet mich das? Zwei Leute kostet das zum Bauen wahrscheinlich und zum Betrieb. Also das, damit könnten wir jetzt unsere knappen Ressourcen schon wieder ein... Ja, blöd. Das wäre natürlich mega gut, aber wir haben so wenig Leute. Aber wir können natürlich auch erstmal unsere Leute versorgen, indem wir Häuser aufbauen. So. Glaube ich, sollte reichen, oder? Ja, für den Moment auf jeden Fall. Essen wird auch gefüllt, ja. Wasser geht uns halt aus, aber das macht nichts. Wir kriegen Holz rein, das ist gut. Kohle wird auch aufgefüllt. Schaut gerade gut aus. Donnerbalken bekommt eine völlig neue Bedeutung. So. Okay. Was wir halt machen könnten, wenn wir jetzt eh gerade nichts zu tun haben, hier zumindest, wäre folgender Vorschlag. Und zwar, wir bauen nochmal hier hinten einen Weg auf. Vier nochmal hinten ran. Und dann lass uns hier hinten nochmal 3% back. Also wir haben nach hinten tatsächlich schon so ein bisschen Engpass. Ich brauche mal kurz einen mehr. Ja. Einer assigned. Okay, also auf diesen Rudern ist auch einer drauf. Das ist natürlich eine enorm Ressourcen- oder personalintensive Geschichte, was wir mit den Rudern gerade machen. Da sind ja auch jetzt dann quasi 8 Leute in den Rudern gebunden. Our efforts have been the water pump works. Okay. Red Oasis turn clear. Assign to the water. Okay. Wir sollen zu dem Fields of Argomas sollen wir hinfahren. Aber das machen wir auch gleich. Aber bevor wir das machen, plündern wir natürlich hier noch all die in guter alter Manier. Plündern wir noch alles, was sonst noch so rumfliegt. Und schlagen uns hier die Oasen quasi um die Ohren. Unter uns ist auch noch eine. Ja. Und hinter uns ist auch nochmal eine. Da hauen wir auf jeden Fall die Leute drauf. Weil dann holen wir uns mal, tanken wir nochmal schnell voll, bevor wir dann nach rechts abdriften zu dem Argomas. Nee, es ist hinter uns ein bisschen. Ja, Fields of Argomas, das ist das hier. Okay, dann, wie gesagt, tankt sich schnell. Jetzt momentan hängen wir ganz, ganz solide in der Luft. Ja, das passt schon. Wir nach hinten kippen wir gerade so ein bisschen. Aber gut. Es sind gerade 0 Leute idle. Also wir können immer noch sehr, sehr viele Gleiter mobilisieren.
So, lass uns weiterfliegen. So, wie viel kommen wir? 53% Speed kriegen wir jetzt drauf. Also wir sind gar nicht mal so langsam aktuell. Ja, unser Städtchen läuft, du. Kannst jetzt nichts sagen, Freunde. Okay. Hier ist auch wieder was zum Abarbeiten. Können wir auf dem Weg natürlich auch immer gucken, dass wir schön alles mitnehmen. Plündern, Freunde. Plündern ist das Stichwort. Too far. Sollte aber nicht ewig too far bleiben. Einmal eine Ladung können wir mitnehmen. Der hier vielleicht auch noch. Vielleicht. Ja, wir hängen hinten schon ziemlich durch mit unserem Städtchen der Liebe. Hier haben wir noch mehr Holz. Rechts oder links? Wir fahren links rum. Vielleicht können wir das da noch mal ein bisschen was noch drauf geben. Okay, wir haben kein Quarz auch mittlerweile mehr. Quarz ist aus. Aber Quarz. Gut, Quarz haben wir eine ganze Weile jetzt schon nicht mehr geholt. Links von uns ist ein Small Settlement. Ach so, ja. Aber das kennen wir schon. Da ist Quarz auch noch für den Fall. Aber wir haben 32 Glas, das geht so. Kannst du die Hälfte der Ruder nach vorne setzen? Meinst du, das würde helfen? Die Ruder machen, glaube ich, kaum Auftrieb. Die sind gar nicht mal so das Problem. Ich glaube, die Dinger waren das, die so... wir könnten auch einfach versuchen, die Teile nach hinten zu ziehen. Das wäre auch eine Idee. Mal schauen. So. Hier haben wir Kohle noch. Machen wir zum Glück ein bisschen Plus. So, schauen wir mal. Die Nächsten wollen ihren Hafen produzieren, wollte ich schon sagen, bauen. Gut, wie viele Leute sind aktuell frei? 3 sind idle. Okay, wir könnten natürlich auch einfach gucken, dass wir hinten noch ein bisschen Auftrieb bekommen. Jetzt lass mal ganz kurz gucken, was können wir hier noch bauen? Genau, wir könnten die Water Condenser Dinger denn bauen. Hier vorne will ja eh keiner wohnen, ne? Das ist ja eh ekelhaft. Not connected path. Okay, alles klar. Cost too high. Okay. Aber 2 von den Dingern müssen auf jeden Fall gehen. Weil die brauchen schon ganz schön lang, um 2 Wasser zu generieren. Aber dann sparen wir uns da auf jeden Fall. Und dann schaut das auch für uns gar nicht mal so schlecht aus. Hier sind noch Clay. Da sind wir aber zu weit weg. Vielleicht können wir da noch ein bisschen rüberfahren. Vielleicht schaffen wir das noch mal ein bisschen da ranzukommen, ohne dass wir da zu weit wegkommen. Lass mal so stehen. Jetzt ist das zu far, okay. Okay. Oslo, bis dann! Ach, guck mal, hier ist... hier können wir auch Essen organisieren. Wir brauchen auch Essen. Zumindest bei Zeiten. Lass mal hier Essen klauen. Produzieren wir sogar Plus drauf. Ja, solide. Okay, das sind diese Wasserkondensatoren-Teile. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel, aber es funktioniert bestimmt irgendwie. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich würde gerne Farm bauen. Also ein Essen, alle 3 Stunden produziert das. Wie viel Wasser produzieren wir, wenn ich jetzt sage, ich ziehe alle 10 hier ab? Oder zumindest mal 5.
Dann machen wir immer noch minus 1,8 Wasser. Ah, guck mal, die Stadt ist jetzt auch hinzugekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon die zweite hier in dem Bereich. Haben wir tatsächlich Fields of Argomas haben wir hinzugefügt. Yay, Feuerwerk. Gut, schön, danke. Beschießt mich nicht. Okay. Dann haben wir jetzt das. Dann müssen wir jetzt nach links wegdriften. Und dann kommen wir zur nächsten Siedlung, die wir haben wollen. Dann machen wir das mal. Vollgas. Gut. Forschung läuft. 19 sind idle aktuell. Und wir haben ein bisschen Wohnungsengpass mal wieder. Okay, das reicht jetzt. Wir müssen bei der nächsten Forschung nochmal die Wohnhäuser nochmal um 1 erhöhen. Ich will nicht so viele Wohnhäuser hier reinbauen. Das ist ja auch trotzdem immer schwer, das Zeug. So, meine Lieben. Was? Der Pazi gönnt eine Schatztruhe gerade mal. Ausrufezeichen Join, meine Lieben. Einfach Ausrufezeichen Join eingeben. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Ausrufezeichen Join. Dann könnt ihr, habt ihr die Chance, im Chat eine Schatztruhe mit 250 Zwergtaler mal easy euch zu verdienen. Mega gut. So. Hier haben wir das da. Ja, das haben wir schon. Quarzmine ist schon abgearbeitet. Ja, okay, wir sind auf der richtigen Richtung. Das stimmt schon mal, wo wir hinfliegen. Ist gut. Gut, passt. Okay, Essen ist ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Ich muss mal kurz hier einen kleinen Zwischenstopp machen, wenn wir hier eh schon sind. Okay. Dinge passieren jeden Tag, Freunde. Okay. Jetzt allen schlecht. Ja, ich sehe schon, da hängt die halbe Besatzung über der Reling. Oh, ich kann nicht mehr. Halte den Dieb. So. Okay, hier schicken wir mal einen hin. Hier schicken wir mal einen hin. Hier schicken wir mal zwei hin. Reichen zwei nicht aus? Schicke ich vier hin? Too far immer noch. Ey, das ist unglaublich, wie wenig weit eigentlich unsere Flugzeuge fliegen können. Das ist nicht gut. So, und hier schicken wir mal fünf hin. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine solide Produktion am Laufen. Relics found, ist gut. So, die kommen auch schon wieder. Oder? Ja, die kommen zum Teil auch schon wieder. Okay. Okay, wir müssen aber, die Richtung passt immer noch, aber wir kriegen jetzt halt einfach, wir haben ja mehr Möglichkeiten hier easy peasy abzuarbeiten, wenn wir wollen. So, Wasser füllen wir natürlich auch wieder ein bisschen auf, aber nur ein bisschen. Kohle auch immer so ein bisschen noch von allem. Na, ein bisschen von allem ist gut. So, holen wir uns auch wieder was. Wie gesagt, den Schrein haben wir ja schon. Hier das Small Settlement. Da können wir niemanden... Doch, da können wir noch einen recruiten. Das machen wir natürlich. Wie gesagt, wenn wir jemanden recruiten können, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Wir hängen immer noch nach hinten runter, ne? Ja. Wir können auch vorne einfach nochmal irgendwas anderes bauen. Achso, warte mal, das haben wir ja gerade. Nein. So. Wasser ist gut. Da reicht es auch, dass einer drauf ist. Es muss gar nicht mehr sein. Wir fahren weiter Richtung Siedlung. Da ist noch ein bisschen Holz. Auch das nehmen wir halt immer mit, ne? Das ist halt, wenn du Bauprojekte hast, ich will nicht, dass es an Holz hängt oder sowas. Das wäre schon traurig.
So, Quarz haben wir nicht mehr so ewig viel. Da können wir auch mal ein bisschen was hinstecken. So, wie viele Leute sind frei? Gerade noch 7 Idle aktuell. Da können wir hier drüben nochmal 5 zum Wasser holen. Wobei, Wasser brauchen wir tatsächlich gar nicht mal so. Gar nicht mal so. Essen ist so ein bisschen das Ding, ne? Können wir hier so eine kleine Farm vielleicht reinbauen? Das wäre doch auch schön. Haben wir irgendwo noch was zu beißen schon, oder? Bei der Stadt wahrscheinlich. Hier oben gibt es auf jeden Fall was zu essen. Lass mal hier rüber versteuern, so ein bisschen schräg zur Stadt. Nein, 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 nein! Ah, so, jetzt. Hui, gut. Läuft. Plus 12, ja, es dauert halt immer, bis die dann wieder zurückkommen, ne? Also mal schnell hier irgendwo vorbeidüsen, kannst du knicken.